Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Skyrim Rollenspielprojekt. Jo, wir sind hier noch in den Schiefen, in den Türmen und wahrscheinlich Dämmerstern oder Dämmerstein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Dämmerstern, doch Dämmerstern. Gut, also, wir besuchen mal die Leute dort und oh. Was ist denn das für eine Tür hier? Dämmerstein Zuflucht. Schwarze Tür. Gehen wir weg. Lieber weg. Jo, wir waren im letzten Part auf den Eisschollen unterwegs und das war sehr abenteuerlich. Es gab viele Wölfe und auch noch anderes Gesocks. Und jo, wir müssen mal zuerst mal ein bisschen umschauen. Ja, reden wir am besten mal mit dem hier, der Herr Harlauk, okay. Benötigt ihr ein Boot? Ich möchte ein Schiff mieten. Okay, da können wir wahrscheinlich auf mal kurz schauen. Ich kann euch zu... Wohin wollt ihr? Ja, wo wollen wir denn hin? Nach Einsamkeit, nach Windhelm? Nö, müssen wir jetzt momentan nicht. Ja, ich habe das mit den Handschuhen und mit diesem Ding gar nicht gemacht. Ich wollte es eigentlich noch kurz machen, aber... wären ja dann dieser Angriff. Und, jo. Wir haben jetzt einfach die Handschuhe dabei, aber müssten eigentlich die Quest noch abschließen. Irgendwann mal wieder zurückgehen. Aber jetzt wollten wir zuerst einmal kurz noch ein paar Zauber lernen. In Dämmerstern gibt es keine Ruhe. Alle hier haben Albträume. Einige Bergmänner stolpern aufgrund des fehlenden Schlafs über ihre eigenen Füße. Oh je. Ich habe gehört, dass ein Priester von Mara sich der Sache annehmen soll. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Okay, liebe Dame. Wer hat hier das Sagen? Jarlsgald der Ältere. Er ist in der Weißen Halle und redet wahrscheinlich über Ulfric, als verkörpere er den zurückgekehrten Talos. Oh. Ich verkaufe Eisenerz. Soll ich die verkaufen? Ich kaufe alles, was ihr zutage fördert. 15 Eisenerz für 105. Oh, das ist gut. Was macht ihr in Dämmerstern? Mir gehört die Eisenbrechermine. Wir machen doppelt so viel Geld wie diese Horker in der Quecksilbermine. Egal, was irgendwer behauptet. Wenn ihr nach Arbeit sucht, ich zahle gut für Eisenerz, das ihr schürfen könnt. Wird denn Quecksilber? Also gut. Ist es wirklich notwendig? Also wird das viel hergestellt? Ja, ist ja giftig, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich kenne mich natürlich nicht aus. Ich hatte Chemieunterricht eigentlich fast nie in der Schule. Das ist an der Schweiz so gewesen. Mittlerweile seit ungefähr 20, 30 Jahren halt schon. Also ja, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren noch, aber jo. Ich meine einfach, ja, es ist halt damals noch gar nicht da gewesen und bei mir ist es dann erst gekommen. Wen glauben wir, hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Horik trägt seine alte Armeerüstung. Was soll ich denn davon halten? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns Treue gelehrt. Und wir sind Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, wie ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Okay. Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch. Ich möchte etwas trinken oder Arbeit finden. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Das machen viele in diesen Tagen. Ich empfehle die Taverne zum windigen Gipfel. Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Aber an eurer Stelle würde ich es bei den Minen am anderen Ende der Stadt probieren. Okay. Da war doch eine Mine. Ja, irgendwo da. So, Charles. Ja, ja, ja. Genau. Haben wir hier einen Hofzauber? Wahrscheinlich nicht. Bei den Göttern, ich bin müde. Jo, dann geh du schlafen. So, oh. Eben dieses Zeug, das herumliegt, das ist so brandgefährlich für mich. So, ja, ich bin immer noch in Gate-Suche. Ah, da schläft die.
Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich ist keine Verwendung. Wach gewesen. Wo schlägt sich Dämmerstern im Krieg? Die Sturmmäntel sind dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Talos ist mit uns. Und wenn man mit dem Segen eines Gottes kämpft, ist einem der Sieg sicher. Okay. Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten, die das Schicksal des Kaiserreichs besiegelt haben. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, ist klar, hier in der Nähe ist Windhelm und mehr, es sei denn, es ist dringend. Deshalb sind die natürlich eher auf der anderen Seite. Wir werden aber das Kaiserreich kämpfen. Nur ein Bediensteter von Skald dem Älteren. Er ist die Zeit und Aufmerksamkeit nicht wert. Ja, wie wir am Anfang ja noch gesehen haben. Der Jarl ist müde. Denk daran. Okay, und du scheinbar auch. Jo, hier ist nicht so viel los scheinbar. Wir könnten mal nach Einsamkeit gehen. Das ist nur eine Stadt, die ich ja, gehört habe. Und sonst weiß ich ja nicht, wo ich hingehen soll. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Was denkt ihr über diesen Krieg? Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt, als sie vor den Talmor kuschten. Noch schlimmer, um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag eines Sklaventreibers. Ulfric hat das Richtige getan, als er ihn tötete. Bald erlösen wir Himmelsrand von den Elfen, ihren elenden Statthaltern und den Jarl, die sie in der Tasche haben. Diese ganze verdammte Bande. Und wir hacken uns einen Weg durch die Armee, um an sie heranzukommen. Er hat das jetzt gut gesagt, also es gibt beide Richtungen. Ich habe irgendwie Lust, beiden nicht beizutreten, aber ich möchte... Ja, Himmelsrand wieder ein bisschen sicherer machen und alles. Kann doch nicht immer ständig nur Krieg geben zwischen zwei Seiten. Jo. Wie tritt man den Sturmmänteln bei? Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder ihr seid eine wahre Tochter von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja... Dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Weshalb nennt man euch Sturmmäntel? Zuerst haben sie uns so genannt, um unsere Sache lächerlich zu machen. Aber wir haben gar nichts dagegen, nach Ulfrichs Sturmmantel benannt zu sein. Dem einzig wahren Großkönig von Himmelsrand. Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand und Ulfric. Er ist der wahrste von uns allen. Ja. Wir kämpfen, um unser Land zu alter Größe zu führen. Um starke, edle Tane an die Macht zu tragen. Und falsche Jarl, sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Dieser vorletzte Satz war von Star Wars. Aber das ist genau gleich. Diese Träume sind real, das sag ich euch. Real. Okay. Oh. Hallo, liebe Bergleute. Und das ist hier wahrscheinlich eine normale Wache. Wo ist jetzt eigentlich dieser Ritter hingegangen da? Also gehen wir mal hier rein, da ist er sicher. Die sind doch nur am Saufen. Aha, Scharkutz. Ich werde die Ork-Festungen wissen lassen, dass man euch vertrauen kann. Nun solltet ihr dort willkommen sein. Ah, oh, danke. Dubioses, was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Jo, ich hätte gerne etwas Gutes. Oh, trinke ganz Gift. Oh. Jo, können wir noch nicht gebrauchen. Hey. Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Okay. Ja, ja. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.
Aha. Was beunruhigt euch, mein Sohn? Was ist hier nur mit allen los? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht wie die Wirklichkeit. Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Nein. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Ja, ich weiß es nicht. Was meint ihr mit zurückkehren? Seid ihr dort gewesen? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Ich vertraue euch. Wie kann ich helfen? Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Jo, aber ich traue mich jetzt auch nicht. Der Nachtrufer ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Ich hätte lieber ablehnen sollen. Wer ist die Dädrefürstin Vermina? Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Was macht sie mit den Erinnerungen? Wer weiß das schon? Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Oh. Wie auch immer, ihre Absichten sind alles andere als gut. Ja, gut. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Folgt mir. Gut, Trum. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Dort gehöre ich hin. Ja. Ihr braucht etwas? Braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Wisst ihr, wo ich Arbeit finden kann? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay. Noch ein bisschen Notiz. Entschuldigung. Nochmals. Jeder in der Stadt kennt die schwarze Tür und weiß, dass man sich nicht in ihre Nähe begibt. Okay. Die habe ich auch schon gefunden. So, Salz. Naja. Nee. Auf Wiedersehen. Kaufe ich mir nicht. Was kann ich für euch tun? So lange, Matrose. Ich könnte mit verbundenen Augen auf diesen Flüssen und Meeren navigieren. Ich beneide euch, Reisende. Wer nicht von hier ist, dem können die Träume nichts anhaben. Aber seht ihr den ganzen Tag hier? Ja. Seit vor ein paar Wintern meine Mutter gestorben ist. Ich spiele Lieder und helfe mit den Getränken, wenn ich Zeit habe. Mhm. Wo habt ihr das Spielen gelernt? Das hat mich meine Mutter gelehrt. Sie war ein Barde von der Akademie in Einsamkeit. Ich habe gehört, dass dort die meisten Bewerber angenommen werden, falls ihr Interesse habt. Mhm. Also gut. Ihr braucht es. Werft einen Blick darauf. So, und er verkauft einen Abenteuerrucksack mit Schlafsack. Cool. Ja. Wir haben langsam ein bisschen Geld, aber die brauchen wir für die Zauberschrift. Bis zum nächsten Mal. Zauber, ich sag's immer falsch. Ja, für die Tobi Zauber. Die Taverne. Sprecht mit ihm. Komm schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Oh je. Yeah. Mein Vater war Seemann. Er hat mich auf seiner letzten Fahrt mitgenommen. Als er krank wurde, haben sie uns hier abgesetzt und sind weitergefahren. Er ist einige Tage danach gestorben. Seitdem schlage ich mich so durch, aber es ist schwer, sehr schwer. Wozu die Eile? Ich bringe den Bergmännern Proviant und Ausrüstung. Oh. Sie zahlen nicht viel, aber ich darf die meisten Nächte am Feuer im Gasthaus schlafen. Gut. Ich
könnte dich attackieren. Das mache ich jetzt mal noch nicht. Zuerst will ich mal eine Freundin abholen. So, zum Beispiel sie. Genau. Ja, gehen. Geh einfach. Ja, geh nicht wieder rein. Hallo. Nicht wieder rein. Ja, ich... Tut mir leid, ich muss dich mal kurz hier lassen. Kann ich dich irgendwie hier... Ja, mein Sohn. Wie kann ich euch helfen? Unterhalten wir uns. Schon gut, okay. Ich weiß nicht, wie was das ist, aber... Jo, auf jeden Fall. Es ist schön, ich hänge fest. So. Ich möchte mal kurz speichern. So. Also zuerst mal hier vorne müsste eigentlich die Wache der Ritter sein da. Ich weiß nicht, wo er hin ist, aber wir haben ja mit der anderen geredet, die bei ihm Jarl war. So, Dankeschön. So schlimm, dieses Team-Tab. So, ich schaue mal kurz hier um. Ich möchte einfach kurz irgendwas noch erreichen. Ja, kurz handeln. Bei den Göttern, ich bin so müde. Wie könnt ihr mit mir, was könnt ihr mir über Dämmerstein erzählen? Nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleif das aushält. Ist er das Hammerfell? So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Das Land des Sandes und der Meere. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Okay. Ja, was wollt habt ihr zu verkaufen? Oder Schaden austeilen? Beides nicht. Also, schon Schaden austeilen, aber mit Magie. Ich möchte ein bisschen Magie, wenn ich da schon Magie machen kann. Gebraute Tränke, okay. Ja. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Okay, Punktchen, Punktchen, Punktchen. Noch mehr Punktchen, Punktchen. Wieso ist das? Natürlich. Er hat den Mod falsch programmiert. Bis zum nächsten Mal. Niemand in Dämmerstern scheint nachts ruhig schlafen zu können. Ihr kauft am besten euren Stahl und zieht dann weiter, Fremdling. Ja, NPC-Mods sind irgendwie so ein bisschen doof, weil die nicht fertig sind oder sonst irgendwas. Ihr leitet die Schmiede hier? Ja, zusammen mit meiner Frau Seren. Wie wir erfahren haben, erwartet sie ein Kind. Trotzdem steht sie noch jeden Tag in der Schmiede. Okay, cool. Unser Sohn oder unsere Tochter wird hier in Himmelsrand nur wenig über die Kultur der Rotwardonen erfahren. Ich weiß, dass meine Frau darüber besorgt ist, wie sie ihre Traditionen weitergeben kann. Wenn ihr auf euren Reisen ein Buch namens Nacht über Sentinel findet, könntet ihr es mir bringen? Das ist eine Geschichte vom Volk meiner Frau. Es wäre schön, so etwas zu haben. Ja, per Zufall. Ja. Gut für euch. Arbeitet ihr für die Schiffe? Ja, ich habe an dem einen oder anderen Anlegeplatz gearbeitet. Die meisten Schiffskapitäne sind aber sehr abergläubisch und lassen nicht jeden an ihr Schiff ran. Und Dämmerstern ist für sein notorisches Pech bekannt. Wir sind der letzte Anlaufhafen vor Windhelm und der Erzhandel macht uns zu einem prächtigen Ziel für Piraten. Okay, ja, das hast du das Gleiche zu verkaufen. Hier ist eine Katze, eine Hauskatze. So, und dann hatten wir eigentlich nichts mehr Wichtiges. Waren wir hier im Laden drin? Das ist eine Alchemie. Okay. Der Mord und der Bestel. Mit der Nase und dem Stößel stellt man Zaubertränke her. Kommt doch an die Ladentheke. Guten Tag, Frieda. Nein. Ich habe kein Mittel gegen Albträume, also fragt nicht danach. Wie habt ihr mit Kräuterkunde begonnen? Von meinem Ehemann. Wir gingen oft zusammen hinaus in die Wildnis, um Zutaten zu sammeln. Er nannte mich seine hübsche Wacholderbeere. Oh. Für einen Alchemisten ist das ziemlich romantisch. Vor ein paar Jahren hat der Frost den alten Dummkopf erwischt, als er nach dem Ring der reinen Mixturen suchte. Nach seinem Tod fand ich zwar die Ruhestätte des Rings, aber ich bin viel zu alt, um eine Höhle zu erkunden. Ich könnte den Ring für euch suchen. Oh, nein, wie nett von euch. Wenn ihr mir den Ring bringt, will ich euch gerne einige Lektionen in der Alchemiekunst geben. Okay. Seid ihr schon lange in Dämmerstern?
Ich bin die älteste Frau in Dämmerstern. War schon hier, als Skald der Ältere noch Skald der Jüngere hieß. Er ist ein Dummkopf, falls ihr ihn noch nicht kennt. Hält Ulfric Sturmmantel für unbesiegbar und glaubt, er furzt Drachenfeuer. Ja. Die Leute hier gehen zu Brina Merilis, wenn etwas geregelt werden muss. Sie ist ein Heißsporn auf dem Weg nach oben. Als sie der Armee beitrat, hat mich das nicht überrascht. Was habt ihr zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Hm, jo. Hast du irgendwelche Zauber? Scheinbar nicht. Schriftrollen hat. Zweiglingssaft. Ja, also nachdem die Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Weil ich noch nicht weiß, was die machen. Müssen mal ein bisschen probieren. Wenn ihr diesen Ring findet, bringt ihn hierher. Also wir haben ein paar Sachen gesammelt. Aber ich weiß eines da, diese Tollkirsche ist giftig. Habe ich das vorher gespeichert, oder? Ich muss nochmal beschreiben, so. Ich möchte Objekte haben. Ich möchte mal kurz schauen. Eine Aschengrasschott. Oh. Feuerresistenz, gut. Aschehüpferschelle. Eine Bauberg. Brutasche. Garniswurzel. Ausdauersing. Jaws-Eier. Ein Dornenherz. Okay, ist doch gut. Dwemeöl ist doch schlecht. Was anfällig für Magie? Okay, ist schlecht, ja. Elfenohr, Fackelwürmchenbrust. Wilson, Feuersalze. Salze. Glühstein. Gras. Ich hab Gras geraucht. So, Gras gibt Giftresistenz. Knoblauch. Oh, auch Giftresistenz. Knochenmehl. Ja, so klar. Griechranke, Lavendel. Irgendwas Fönis. Nierenwurz. Kann man die irgendwie raten oder muss man einen vergeuden? Ich würde den noch nicht vergeuden. Qualwurzel. Graue Wulstling, Rotbergblume, Salz. Salz der Leere. Ich muss mal schauen, dass ich nicht zu viel. Also nach dem Salz. Nicht zu viel Schaden bekomme. Sonst sterbe ich noch. So, nach dem Salz, Schneebären, Schuppenschwanz, Käferschwanz. Okay. Supulus. Doseglock. Ich sollte vielleicht nicht alle Tollkirsche. Das dauert ein bisschen. Gesundheit verwüsten. Tonglockenblume genommen, der Zänkel. Tollkirsche auch gesundet. Also nach Tollkirsche? Ja, ist wenig, okay. Eine Tramawurzel. Verbranntes Zweiglingholz. Wacholderbeeren. So. Ein Wacholderbrauschnaps, so wie er heißt. Genau. Das könnte ich mal probieren. Ist ein bisschen besser als Alchemie. Also, die Sachen, die wirken jetzt einfach noch ein bisschen. Und dafür kennen wir einfach die Sachen und könnten dann ein bisschen mehr Alchemie machen, aber noch nicht hier. Also, ich habe noch zu wenig Zutaten. Ich könnte immer wieder machen, aber ja, lieber jetzt noch ein bisschen warten. Wir sind jetzt gerade am Beschwörenden. Wer herrscht über Dämmerstein? Skald der Ältere. Er ist Herrscher von Dämmerstern, seit er ein Junge war, und von seiner Einstellung her ist er immer noch dieses Balk. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Muss ich da arbeiten? Nein, das will ich jetzt nicht. Ich will eine Schweizhütte mal verwenden. Grundbahn, genau. So. Grün.
Und ich möchte mal kurz schauen, was hier drin ist. Ist geschlossen. So, ich möchte gerne, ja, ein bisschen durch das Gebiet hier am Strand. Ja, nicht gerade am Strand, sondern in den Klippen. Einfach mal ein bisschen entlang gehen. Und, ja. Irgendwas entdecken. Aber wir können auch mit dem Boot dann gehen, damit es schneller geht. So, wir haben sicher noch irgendwas dazwischen. Also, wo ist jetzt die Einsamkeit? Da oben, hä? Jo. Da hätten wir noch Mortal. Wir können einfach den Weg hier entlang gehen. Bis hier hin und dann hier hoch. Jo. Machen wir mal und das erkunden wir dann, wenn wir dann einfach mehr, jo, kräftige sind und so. Also, dann muss ich mal noch kurz schauen. Wir haben noch das ausgerüstet. Und links ist ja die Flammen. Und rechts die Heilung. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Machen immer Autospeichern an. Ja. Den drücken. Und hoffen einmal, oh, hier müssen wir doch, dass wir nicht zu schwere Gegner haben. Aber sie kann uns beschützen. Ja, sie ist Jack. Mal dran. Feuer ist kein Spielzeug. Ja. Wem gehört die Handelskarawane? Rissat ist es, dem die drei Handelskarawanen voll. Er finanzierte mit seinen Geldern diese Karawane und gab mir das Kommando. Rissat ist es, dem die drei Handelskarawanen. Vor langer Zeit lebte ich als Weise auf den Straßen von Korinth. Ich war blinder Passagier auf einem Handelsschiff, das mich hierher brachte. Es war Rissat, der mich fand. Mhm. Er finanzierte mit seinen Geldern diese Karawane und gab mir das Kommando. Ich verdanke ihm mehr, als ich ihm je zurückzahlen könnte. Oh, schön. Hat der Krieg eure Reisen erschwert? Nein, ganz im Gegenteil. Die Soldaten sind einige unserer besten Kunden, denn wir liefern ihnen Vorräte und Waren, die sie auf keine andere Weise bekommen könnten. Mhm. Es war Isards Idee, jetzt hierher zu kommen, während sich das Land in Aufruhr befindet. Wo andere nur Gefahren sahen, witterte er eine Chance. Okay, was habt ihr jetzt verkauft? Darauf. Oh, eine Angelkarte. Ja, mehrere. Okay. Ein Hundebett. Oh, geil. Ui. Cool. Das sind Sachen für einen Hund. Das ist doch toll. Ja, sind günstig die Rucksäcke, die will ich nicht haben. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Mhm. Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Jo, also gut, haben wir noch ein paar Khajiits getroffen. Ich nehme jetzt mal nur das Wichtigste mit, damit wir schon wissen, dass es sich lohnt. Oh. Ein Sockel. Oh. Ja. Gut. Sehr gut. Oh, Granatstein, cool. Nein, nee. Aha. Also hier ist ein Sockel. Kann aber nichts machen. Hm. Aha, eine Truhe. So. Mit einem Eisenstreitkolben. Stärke. Und jetzt haben wir endlich unsere verdiente Stufe. Boah, ging das lange, wenn man so viel redet.
und nicht so viel leveln kann. Jo. Sehr gut, aber ich muss jetzt irgendwie rauskommen. Da. Jo, also, dann leveln wir noch kurz. Jo. Ich muss mal kurz. So. Also, wir brauchen Magika für den... Jo. Und wir brauchen eine Beschwörung und hier müssen wir, glaube ich, hier hoch irgendwo kommen. Genau, beschworene Atronachen sind um 50% stärker. Genau. Also müssen wir das hier nehmen, aber das können wir noch nicht. Wir müssen das da unten nehmen. Ah, da rechts herum müssen wir gehen, okay. Lehrling, was ist der Atronach denn für einen Zauber? Ich muss mal kurz schauen, dass das irgendwie angezeigt wird. Lehrling, okay. Dann schauen wir nochmals. Wir brauchen nochmals ein Level, ja. Novize-Lehrling, ja. Also zuerst den hier und dann links herum gehen. Gut, können wir denn jetzt... Wir können ihn beschwören. Wir brauchten nur ein bisschen Mana. Okay, dann haben wir ihn schon mal. Dann können wir im nächsten Part damit ja, kämpfen. So. Tschüss zusammen. Danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.